Hallo und freudiges herzlich willkommen erneut zurück zu Fallout 4. Wir gehen jetzt mal zum Wordy Bird und schauen mal, was er da für uns hat. Daytripper ist ein Camp aus der Vorkriegszeit, das sich vor allem bei all jenen großer Beliebtheit erfreute, die auf der Suche nach einem Weg waren, ihrer Realität zu entkommen. Ich glaube, wir heilen uns mal noch ein bisschen. Lock von Michael. Spielen wir das Lock mal ab. Nicht Radio. Was wird der jetzt schon wieder? Mit Maus, Markierung, Karte, Schnellreise? Ja. Ich muss kurz warten, bis das weg ist. Weil ich sonst das links hier nicht lesen kann. Unter diverses da. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Wordy Bird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosansky abgehauen, hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Und hier haben wir noch das Atomic Command hier freigeschaltet. Mal gucken, was das für ein Spiel ist gerade mal noch. Okay. Kann man da irgendwie eigentlich noch in dem Ding zoomen? Oha. Ach, wie cool. Bonus Landmark every 10.000 Points. Level 2 sogar vollständig geschafft. Ah, das Spiel ist ja immer cool. Und relativ simpel. Oder auch nicht. Ah! Ja, jetzt wird es doch ein bisschen schwerer. Aber wir halten durch. Holla die Waldfee. Und wir haben wieder was zurückbekommen. Okay, irgendwann wird es ein bisschen, ja. Extrem. Noch ein Gebäude fehlt. Beziehungsweise haben sie mir überlassen. Na, kommt schon. Welchem Level schaffen wir es? Muss jetzt eigentlich nur die zwei hier verteidigen, ha? Ah, fuck.
Ohne Raketenstation schießt sie schlecht. Ah, haben wir wieder. Guck mal. Das ist ja viel zu einfach, wenn man hier jetzt einfach nichts mehr hat zum Beschützen außer einem. Du kommst ja locker vorwärts. Na gut, du bekommst halt weniger Punkte, ne? Und die Schwierigkeit erhöht sich ja trotzdem weiter. Shit, hat's trotzdem getroffen. Nein, jetzt hat's auch noch das getroffen. Und es speedet ab. Das war's. Highscore. Alles klar. Quit the game. Yep. Schreibtisch durchsuchen. Superkleber. Ah, Proxy, jetzt trage ich zu viel. Und das hier ist der Torso. Der Powerrüstung. Sehr alt, das Ding. Ah, da gehört es rein. Jetzt keine Eingabe. Aha. Ui, schick. Powerrüstung reduzieren den Schaden, den du durch gegnerische Angriffe nimmst und verhindern Schaden durch Stürze. Dann sag mir her, wie viel Schaden haben wir denn? Schadensreduktion. What the fuck? Ich habe selbst, glaube ich, 12 oder 18. Das Ding macht über 500 Rüstung. Alter. Geil. So, das ist die Minigun. Hier oben. Boss! Hier oben ist jemand! Hey, ich glaub's ja nicht. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. Mein Junge, kommen nur wenige vorbei. Muss ich zugeben. Ich warte noch. Wuhu! Und abwärts. Ich glaube, ich hole mir mal noch Granaten rein. Und werde mich hochheilen. Da ja noch eine Todeskralle kommen soll. Sag mal. Da oben ist noch einer drinne. Oh oh. Ach, scheiße. War der starke Angriff. Ach, sorry, Hundi. Ja, damit kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Mach das Ding kaputt. Ach du Scheiße, das hält hier was aus. Run, Forest! Nein! Es wirft mit Gegenständen nach mir. Shit, schon wieder. Nein! Es hat mich. Ah, oh, was ein Vieh. Es hat auch noch die zwei angeknacksten Sachen einfach kaputt gehauen. Okay, dieses kleine Mistvieh ist ein bisschen stärker, wie es aussieht. Kann man sich gleich mal merken. Das ist mal wirklich ein Endgegner. Dann gehen wir mal wieder rüber. Splittergranaten. Zu uns Kern. Ich speichere, glaube ich, gleich nochmal. Es könnte etwas kniffliger sein, den zu töten.
Warum habe ich eigentlich nicht die Molotov-Cocktails genommen? Stimmt. Ich bin selbst ins Bein gebissen. Ich werde direkt mal runterspringen. Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Bring das hinter uns. Zeig mir die tolle. Und die Minigun auspacken. An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei, das muss ich zugeben. Ja, mal kurz hier drinnen. Ich glaube, der andere Typ ist nämlich hier oben. Da ist er runtergesprungen. Idiot. Wow, ich bin auf ihm gelandet. Yeah. Irgendwie treffe ich über die Entfernung nicht so gut. Der da oben auf der Veranda geht mir ganz schön auf den Sack. Immer mit der Minigun in die Fresse. Oh oh. Sie kommt schon. Okay, sie hat meinen Partner. Ich muss hier weg. Ich will mal ein bisschen verstecken hier. Na, großes Mistvieh. Kommst nicht dran vorbei, ja? Ja? Ja, gelitten. Shit, ich muss nachladen. Geht doch. Hundi. Muss Hundi helfen. Ah, ist wieder alles gut. Wollten gerade ein Snimpack geben. Ach, Gott sei Dank. Und dann sammeln wir mal alles ein, was die da fälschlicherweise liegen gelassen haben. Und das ist einiges. Wir sogar fast behaupten, wir sind gleich schon wieder voll. Die Powerrüstung gibt mir ein bisschen mehr Inventarplatz, aber der ist tatsächlich gleich schon voll. Yep, und voll sind wir. Ah, sammeln wir trotzdem mal, wenn wir so voll sind, gerade alles ein. Kein Bock da nochmal herzurennen, alles einzusammeln. Das nehmen wir einfach mal mit. Ich meine, ich werde sowieso nochmal in die Stadt kommen, aber ich weiß nicht, ob die Leichen verschwinden und ja, damit mein Loot. Das kann ich mir nicht antun. Ich bin Loot-geil. So kennt man das in Fallout. Und schon Level 4. Also mit ein bisschen sich am Auto hintern dran verstecken oder rumrennen, war das Vieh jetzt wirklich ein bisschen simpel. Schade drum eigentlich. Hatte noch eine etwas größere Herausforderung erhofft. Wobei, es ist der Anfang vom Spiel. Ich glaube, da sollte man auch nicht direkt kaputt gehen. Jetzt gehen wir mal hier noch hin. Nehmen das mit. Und dann auf zum Museum. Mal sehen, was die Leute uns zu sagen haben. Und keine Angst, es sollte es wirklich so sein, dass ich zurück laufen sollte, dann mache ich das, ohne es euch jetzt im Part zu zeigen. No panic. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet
jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Oh, schick. Ich nehme, was ich kriegen kann. So spricht ein wahrer Söldner. Wenn du mal nicht nur für dich selbst kämpfen willst, besuch uns doch in Sanctuary. Ich könnte jemanden wie dich brauchen. Jemanden, der Dinge erledigt. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war? Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das hier kann es wohl kaum... euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Aber wenn die jetzt da hochlaufen zu unserer City, da würde ich aber sagen, laufen wir denen hinterher und begleiten sie. Sind schließlich eine Ein-Mann-Armee. Ich darf nicht raus! Nein! Was ist hier los? Öffnet die Tür! Mister? Was? Ha, jetzt darf ich. Anscheinend immer nur einer nacheinander. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Entschuldigung? Keine Sorge. Ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Dann werde ich ebenfalls mitkommen. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Kleine Privatarmee. Und der Hund, natürlich. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du das Ding erledigt hast. Ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Bin froh, dass es schon tot ist. Ja, es war beängstigend aus der Nähe. Also auch nur gut, dass wir es geschafft haben, es ein wenig zu veräppeln. Ich glaube, das wird mir in anderen Situationen nicht mehr so gelingen. Vor allen Dingen in offenem Feld. Eieiei, da sehe ich schwarz. Und da kam es her. Am liebsten würde ich da ja auch mal noch nach unten. Ja, das machen wir das nächste Mal, wenn wir hier in die City kommen. Oh, du gehst da lang? Ja, da kann man ja sogar her. Und er kann immer noch springen, obwohl er überladen ist. Ha! Was ein meisterlicher Kerl. Sie rennen gegen das Auto und kommen nicht weiter. Willst du mich jetzt ver... Albern. Kinders. Komm, ich helfe euch mal. What the fuck?
Wo ist er hin? Er ist weggeklitscht. Schieben, 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 schieben. So, Sturges, du auch noch. Verdammt, jetzt hänge ich hinterher. Renn, mein Großer, renn! Ich glaube, ich schaffe das denen so nicht mehr hinterher. Boah, da geben sie Gas. Vor allen Dingen, wo sind sie denn jetzt abgebogen? Die Mama ist nach links. Also jetzt geben sie echt Gas. Kann es sein, dass das jetzt verbuggt war und er rübergeportet worden ist? Ja, ich glaube schon. Ich kann nicht schnell reisen. Okay, ich bringe mich dann mal nach Sanctuary. Wir sehen uns dort wieder.